Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und ich habe mir eine kleine Challenge gestellt und zwar für nur 50 Euro Budget entspannt und gut draußen schlafen, auch bei Temperaturen, die bis ungefähr 5 Grad in der Nacht runtergehen. Ob das kleine Projekt funktioniert und wie ich die Nacht überstanden habe, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bevor das Video startet, schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wann dein letzter Overnighter war und mit was du am liebsten schläfst. Dazu findest du jetzt auch eine kleine Umfrage hier oben, weil mich interessiert sehr, ob ihr eher Hängematten, Bodenschläfer oder vielleicht auch Zeltschläfer seid. Ja, moin Leute, wir sind jetzt heute mal wieder draußen unterwegs, ja. Ich habe mir die kleine Challenge gestellt, für 50 Euro entspannt draußen schlafen zu können und ich habe das Gefühl, ich habe hier einen der geilsten Plätze in meiner Umgebung gefunden, die ich wahrscheinlich jemals gefunden habe. Ein paar Mücken sind auf jeden Fall da, aber das bringt der Sommer halt mit sich, ja. Ich habe jetzt das Nötigste dabei, um zu schlafen. Das seht ihr dann aber gleich, wenn ich mein Lager aufpacke, ja. Wenn ich mich ein bisschen aufbaue, ich muss noch hier einen perfekten Ort finden. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und dann geht's mal los. Bevor ich mein Lager aufbaue, aber einmal ganz kurz, damit wir wissen, worüber wir reden, zeige ich euch die Ausrüstung, aber nicht ausführlich, sondern nur im Schnelldurchlauf. Als Rucksack habe ich eine Standardmarke von Casua aus dem Decathlon mit dabei. Sehr günstiger Rucksack und obendran dieses Mods-Ding von Isomatte. Das ist von Lidl. Ja. Und dann gucken wir mal, was insgesamt drin ist. Ihr seht, hier habe ich auch noch eine kleine Trekkingjacke mit runtergeklemmt. Außen dran. Günstigstes Wasserbehältnis, was du so bekommen kannst, einfach alte PET-Flasche mitnehmen, ja, beziehungsweise hier so eine harte Flasche davon. Da haben wir hier ein kleines Brot mit dabei fürs Frühstück, aber auch fürs Abendbrot, ja, ein bisschen was Süßes. Einen kleinen Sixer Geheimzutat, ein aufblasbares Kissen, ein riesiger, viel zu großer Schlafsack, ja, von Lidl, ein bisschen was an Würstchen zu beißen und ganz unten finden wir noch eine Baumarktplane. Ja, das ist alles, was ich dabei habe. Ja, das ist die 50 Euro draußen schlafen Challenge, die wir uns heute zusammen angucken. Und wenn euch natürlich ausführlich interessiert, was ich für Ausrüstung dabei habe und noch einige Tipps, dann wartet auf das Video morgen, denn da gehe ich gesondert drauf ein. Heute machen wir unseren kleinen Overnighter zusammen und haben ein bisschen Spaß. Ich möchte euch kurz den Aufbau aus der Nähe zeigen, was ich mir ein bisschen dabei gedacht habe. Kommt mal mit. Wie ihr seht, habe ich hier oben eine kleine Ridgeline gespannt und dann einfach nur die Plane rübergepackt. Das ist somit der leichteste Aufbau, den man haben kann. Aber es ist auch nicht unbedingt der wetterfesteste. Also wenn richtig Wind kommt, ist das nicht so gut. Da müsste man lieber so eine Dreieckskonstruktion und hier vorne so ein bisschen zumachen. Ja. Ihr seht jetzt hier, ja, habe ich die Line gespannt. Sozusagen vom Dach kann ich jederzeit nachziehen mit einem schönen Knoten. Ja. Da vorne habe ich noch meine Jacke auf die Ridgeline draufgepackt. Und jetzt sehen wir hier, ja, selbst auf blasende Isomatte, ja, in leider nicht gerade Tarnfarben, ja, aber sie tut ihren Zweck. Darüber den grünen Schlafsack. Das Grün gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, da vorne habe ich meine ganzen Sachen hingelegt, ja, was ich so alles brauche, abends so ein bisschen zu chillen. Und ja, dann setze ich mich doch mal in mein kleines Häuschen. Dann bin ich doch mal auf den Ausblick in die Natur am Abend, in der Nacht und am Morgen gespannt. Ich gönne mir schon mal
ein bisschen Geheimzutaten, werde gleich mal ein kleines Feuerchen machen. Aber ich mache tatsächlich nur ein ganz kleines Feuerchen, ja. Wir sind hier im Naturschutzgebiet, ja, wir haben Sommer, ist immer so eine Sache. Also illegal ist es sowieso, aber es geht mir auch persönlich darum, dass hier nichts passiert. Ich mache so ein kleines Stimmungsfeuer, ich wärme mir daran ein Würstchen auf, ja, um das ein bisschen irgendwie das Feeling zu haben, ja. Darum geht es ja auch beim Draußensein. Ist mir auch sehr wichtig, ehrlich gesagt. Ich gehe ja nicht einfach raus so als geplantes Erlebnis, ja, wie so eine Kreuzfahrttour oder so, sondern ich gehe ja irgendwie raus, um ja, andere Sachen zu erleben und auch mal unangenehme Sachen, so wie jetzt hier gerade, ein paar zu viele Mücken da, muss ich ehrlich sagen, aber das passiert und ich merke schon, die werden weniger, ja, je kälter es wird und ich denke, damit komme ich auch zurecht. Ja. Spätestens, wenn ich im Schlafsack bin und was übers Gesicht drüber mache oder so, dann stört mich das auch nicht mehr. Für heute Nacht ist auf jeden Fall kein Regen angesagt. Das ist auch besser, denn diese Plane hat schon bessere Tage gesehen. Ja, ich hatte die so oft im Einsatz, dass die mit der Zeit halt einfach überall kleine Löcher gekriegt hat. Ja, da kann ich nichts gegen machen. Das ist halt leider so. Manchmal muss man einen Baumarktplan auswechseln, aber ich benutze die Baumarktplane auch kaum noch, weil Tarp sind, wenngleich natürlich teurer, auch einfach besser. Ja, du bekommst mehr regengeschützte Fläche sozusagen für weniger Gewicht im Endeffekt. Ja, dafür kostet es aber natürlich auch mehr. Und das ist ja eine Challenge für 50 Euro entspannt draußen schlafen. Ja. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir gucken natürlich mal, was die Nacht sagt. Prost, Leute. Geht raus. Jetzt, sofort. Natürlich nur, wenn ihr könnt. Ich weiß, man sieht mich kaum noch. Wir haben ungefähr 23 Uhr, ja. Ich habe noch mal ganz kurz die Campinglaterne angeschmissen, weil ich alles ein bisschen ordnen wollte. Und ich möchte euch natürlich an dieser Stelle mal gute Nacht sagen. Eine Sache, wir sind gerade da vor 20 Minuten, ja, ungefähr 15 Meter entfernt, Rehe lang gelaufen, ja, aber richtig nah. Ich habe mich in der Zeit gerade überhaupt nicht bewegt, weil wenn man wirklich ganz, ganz über längere Zeit still ist, dann gehen Rehe manchmal einfach an einem vorbei, relativ nah. Und ich habe mir in diesem Moment gewünscht, ich brauche unbedingt mal ein richtig gutes Nachtsichtgerät, ja, damit ich solche Tierbeobachtungen machen kann, weil ich habe nur noch im peripheren, also im Bewegungssichtfeld am äußeren Rand immer wieder wahrgenommen, dass die Rehe da lang gelaufen sind, da vorne am Flussufer. Ja. Und ich denke mir mal, ich würde die so gerne richtig nah sehen. Und jetzt murmel ich mich langsam ein in den Schlafsack. Ich esse noch ein ganz, ganz klein und werde noch ein bisschen Wasser trinken. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Ja. Ihr merkt schon, ich flüstere. Es ist einfach so richtig Nachtfeeling. Ja. Und die Lampe hier, die möchte ich so schnell wie möglich eigentlich wieder aushaben, weil die passt hier nicht hin. Ja. Dieses Licht irgendwie in der Natur hier. Egal, Leute, ich fange schon wieder an, viel zu viel zu labern. Wir sehen uns morgen früh. Bis dahin, tschüss, tschüss. Ja, guten Morgen, Freunde. Oder eigentlich müsste ich sagen, guten Mittag, weil ich schon den ganzen Morgen ja, einfach am Genießen bin. Ja. Da vorne ist ein Uhu, hier fliegt ein Rotkehlchen lang. Ja.
Ab und zu sieht man in der Ferne ein Reh langtappeln, also es ist einfach wunderschön. Und eigentlich mache ich nichts anderes als zu fotografieren, den ganzen Morgen rumzusitzen und nur zu gucken. Deshalb ist jetzt schon der Mittag angebrochen. Ja, wie habe ich denn geschlafen? Relativ gut, muss ich sagen. Ja, also ich kann schon mal an dieser Stelle sagen, das Projekt ist ein voller Erfolg. Selbst mit nur 50 Euro kann man bei Nachttemperaturen von 7 Grad durchaus gut draußen schlafen, finde ich. Also das war sehr angenehm, mir war sehr warm zwischendurch. Es gibt ein paar Einzelheiten zu der Ausrüstung, die findet ihr natürlich dann in dem Loadout-Video, das dann morgen kommt. Ja, weil hier und da gefällt mir was nicht oder es hat auch mal ein bisschen Nachteile, aber das erfahrt ihr dann alles. Ne? Was natürlich ein bisschen nervig war, waren die Mücken. Ja, hier ist so ein Pimpel in der Nähe und das merkt man halt ganz eindeutig. Ja. Dass hier dann immer mal abends haben mir die Mücken, ich bin ja mit kurzer Hose unterwegs. Gut, die Beine zerstochen, ja. Da muss man mal gucken, was man da so auf Dauer macht, wenn man so an sowas schläft. Ja. Muss man einfach so sagen. In den 50 Euro war dann halt leider kein Mückennetz oder so mehr drin. Ich hätte natürlich auch eine lange Hose anziehen können, aber ich wollte unbedingt eine kurze Hose anziehen, weil wir haben jetzt einfach mal Sommer, Punkt. Ja, so ist das jetzt. Ich habe das jetzt beschlossen. Und dann will ich auch kurze Hose tragen, weil das einfach angenehmer ist. Aber natürlich mit einer langen Moleskin-Bundeswehrhose wäre das nicht so das Problem gewesen an den Beinen. Ne? Ja, der Morgen gestaltet sich durchaus angenehm. Wir haben strahlenden Sonnenschein, ja, kaum Wind, eine leichte Brise, ungefähr 10 Grad. Ja. Ich laufe gerade noch mit der Softshell-Jacke rum. Einfach, weil es angenehmer ist, ja, mit kurzer Hose gleichzeitig, aber es wird bestimmt auch noch bald deutlich wärmer, davon gehe ich aus. Der Platz hier hat sich bis auf die Mücken also absolut als Traum erwiesen, muss ich sagen. Ihr seht es ja immer wieder in den Aufnahmen, ja, was ich hier so drumherum habe, also es ist einfach wunderschön. Ich kann jedem nur empfehlen, spontan immer wieder die Wälder um einen rum zu erkunden und sich seine Lieblingsplätze mit der Zeit rauszusuchen, weil, ja, schöner geht's kaum, ne? Das ist ein geiles Hobby. So, wie ist die weitere Planung? Ich filme jetzt ein kleines Loadout für euch, das ihr dann morgen zu sehen bekommt auf dem Kanal, wo ich sehr ausführlich auf die Ausrüstung eingehe. Natürlich findet ihr auch schon alle Links zu der Ausrüstung unter diesem Video, ja, falls ihr schon mal ein bisschen vorsneaken wollt sozusagen. Angriff der Mücken. Ah! Geh weg! Und da werde ich noch eine Kleinigkeit essen, ja, und mir den Mittag, Nachmittag dann schön gut gehen lassen und dann irgendwann um dieselbe Zeit wie gestern halt wieder nach Hause wandern, ne? Und dann ja, meine Ausrüstung sortieren, das man so üblicherweise macht. Tja, alles Gute hat irgendwann mal ein Ende. Dieser Platz ist wirklich schön. Und eigentlich würde ich auch noch gerne länger hierbleiben, aber ich muss das Video auch noch schneiden, damit ihr es euch überhaupt angucken könnt. Deshalb baue ich jetzt langsam mein Camp ab. Das zeige ich euch noch ein bisschen. Dann nehme ich euch kurz noch auf die Zurückwanderung mit. Und dann ist das Video leider auch schon vorbei. Also, bis gleich. Ja, jede schöne Tour geht leider irgendwann mal zu Ende, auch wenn das Wetter echt krass ist. Ja, ich hoffe, die kleine Challenge hat dir gefallen. Hier links findest du jetzt noch zwei weitere Videos zu günstiger Ausrüstung und einer Tour namens Heidschnuckenweg. Schau da gerne mal in die Playlist rein, das würde mich sehr freuen. Hier unten findest du einen kleinen Button, ja, einfach draufklicken, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und dann verpasst du keine Ausrüstungsvideos und Overnighter mehr. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da. Und wir sehen uns dann ansonsten bei den nächsten Videos. Ja, bis dahin. Tschüss, tschüss.